Die 0815 Serienbesprechung. Wir haben vor wenigen Sekunden die erste Staffel von den Shannara Chronicles beendet, hier in Deutschland zu sehen auf Amazon Prime. Wer oder was genau soll denn die Shannara Chronicles sein, Mel? Ist das jetzt dein Ernst? Möchtest du das jedes Mal machen, so zu tun, als hätte ich dich gerade überrascht und wäre das nicht absolut offensichtlich? Das war jetzt eine Serie. Ja, und? Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso? Wir haben eine ganze Staffel einer Serie geschaut, die jeder, der auch nur annähernd ein paar Euro in der Tasche hat und bei Amazon bestellt, ohnehin in seinem Repertoire hat und schauen könnte. Also ich kenne keinen irgendwie, der die schaut, so in meinem Näheren. Okay, das ist jetzt... Es mag daran liegen, dass du nur Idioten kennst. Hallo? Sag mal, jetzt wirst du aber frech. Also ich würde jetzt einfach mal mutmaßen, ohne dass ich dich jetzt kenne. Ich meine, wir haben uns ja gerade erst kennengelernt, aber ich möchte wetten, in deinem Bekanntenkreis befinden sich mindestens eine Veganerin und ein Hardcore-Sportler. Und ein Idiot, der sitzt mir gegenüber. Also worum geht's in den Shannara Chronicles? Keine Ahnung. Ich darf ja immer nichts sagen, ich spoiler ja immer. Nein, also an dieser Stelle seid mal vorgewarnt, wenn ihr die Serie noch schauen möchtet, dann schaltet an dieser Stelle ab. Weil wir werden spoilern, was das Zeug hält, beziehungsweise ich werde mich nicht zurückhalten und bitte drückt jetzt hier auf Stopp oder Pause, weil heilige Scheiße, war das ein Kack. Die Tussi wird zum Baum. Also, worum geht's in den Shannara Chronicles? Ja, nachdem du jetzt den Schluss schon erzählt hast, können wir auch hier aufhören, oder? Also, worum geht's denn jetzt in den Shannara Chronicles? Ach ja, es ist die etwas reizlose und sinnlose Geschichte einer Prinzessin, die sich aufmacht, einen Baum zu retten, um seinen Samen ins Blutfeuer nach San Francisco zu tragen und dort gesagt kriegt, dass sie wieder zurück zum Baum muss, weil sie der Baum ist und zum Baum werden muss. Ja, also, das hast du echt schön zusammengefasst. Also ganz ehrlich, vielleicht lag es dran oder vielleicht war das, ich weiß es nicht. Wir haben ja die Serie mehr oder weniger gebinged. Binged? Was? Gebinged? Gebinged? Hä? Binge-watching? Bing-watching? Egal. Mehr oder weniger am Stück geschaut, sprich in zwei Teilen. Einmal Folge 1 bis 6, wo ich noch dachte, die Serie ist, obwohl sie jetzt dem gleichen Dreckskopf entschwört, der jetzt auch Herr der Ringe toll findet, gar nicht mal so schlecht. Und jetzt die letzten vier Folgen, die wir am Stück geschaut haben, dachte ich mir irgendwie Wer nur noch... Wer ist denn der Dreckskopf, der Herr der Ringe toll findet? Ach, jeder Fantasy-Autor, der sich hat inspirieren lassen von Tolkien, ist ein Dreckskopf, weil er ja im weitesten Sinne genau den gleichen Scheiß konzipiert. Und das hat ja dieser Terry Brooks in der Tat auch getan, weil... Er hat es ja auch zugegeben. Ja, als er Shannara Chronicles erfunden hat, beziehungsweise als er das erste von gefühlt laut Wikipedia 180.000 Werken aus der Shannara-Welt geschrieben hat, hat er ja quasi 1:1 Herr der Ringe kopiert. Aber nicht mit dem Teil. Nee, nicht mit diesem Teil oder mit diesem Zyklus. Es gibt ja scheinbar mehrere Zyklen in der Shannara-Welt. Was wollte ich ursprünglich sagen? Am Anfang dachte ich, okay, gar nicht so schlecht für Herr der Ringe inspirierten Fantasy-Track, aber jetzt die letzten vier Folgen fand ich jetzt einfach nur noch schlecht und ich finde, die Serie sieht auch billig aus und ich hatte auch den Eindruck, dass das Geld ausgegangen ist. Ja, aber ist. Gegen billig habe ich noch nicht mal was. Ich habe Xena und Herkules geguckt. Ja, ich habe auch nichts gegen billig, schau dir meine Freundin an, aber... Au! Du wolltest was sagen. Ich bin übrigens noch nicht fertig. Ich hau so lange auf die Stelle, bis sie blau ist. Anyways, was wolltest du denn gerade sagen? Was zuckst du denn so? Zuck mal. Hm? Oh, du zuckst so schön. Wie kann man das wie Audio-Rape-Material nennen? Audio-Rape? Audio-Rape. Ich würde dich doch nicht vergewaltigen. Also jetzt mal bitte. Zurück zu... Au. Froh, wenn ich meine Ruhe habe. Shannara Chronicles. So billig, wie ich bin. Das reicht jetzt. Du hast gelacht an der Stelle. Was ist mit dem Dings? Shannara Chronicles. Ja, du hast dich da in irgendeinem Monolog
Ja, und dann hast du mich geschlagen, getreten, missbraucht und vergewaltigt hier vor unseren Ach, komm. Zuhörerinnen und Zuhörern. Also, ja, erzähl doch mal, wie fandst du die Serie? Du warst ja auch erst begeistert und du bist ja eher so jemanden, Also, der auch sowas begeistert. Billiges wie Herr der Ringe toll fand. Ey, würdest du jetzt mal bitte aufhören, dauernd auf dem Herrn der Ringe rumzuhacken, du Banause? Könnte ich, also, das nächste Mal hau ich dir ins Gesicht. Damit wir klar sehen. Shannara Also, Chronicle. ja, blöde Serie. Echt? Auch deine Meinung? Ja, ich fand sie von Anfang an relativ lahm irgendwie. Also die hat schwer Fahrt aufgenommen und ja, irgendwie wenig in Emotionen transportiert. Dann ist so ein komischer Typ, der sich nicht für eine Ische entscheiden kann und erst die andere poppt und dann die eine poppt und dann wieder die andere poppt und Also dann wie im wieder die echten eine Leben. poppt. Und die eine liebt und jetzt ist die ein Baum, also geht er wieder zurück und guckt, wo die andere ist. Also ich meine, man muss sich ja seine Optionen offen halten. Ja, Hätte die er jetzt nicht sinnlose. auch sich damit arrangieren können, dass sie ein Baum ist und vielleicht so ein bisschen am Baum rumrubbeln? Das musst du einen Kerl fragen. Oder jemanden wie dich halt. Ich mag keine Bäume. Ja. Keine Ahnung. Ihr habt's gehört, Mel kommt manchmal etwas hölzern rüber. Au! Hör jetzt auf. Nein, keine Ahnung. Ich fand es ein bisschen, also irgendwie transportiert es wenig und ich habe ja die Bücher nicht gelesen. Ich hatte eigentlich Interesse daran, Auch aber jetzt noch? ja, jetzt Nach finde ich, diesem weiß ich es lähmen. nicht. Ich hätte gern einen Vergleich. Also irgendwie macht die ganze Reise keinen Sinn. Am Macht Ende doch irgendwie überhaupt noch keinen wen? Sinn, Nein, oder? es Ich meine, macht überhaupt hätten gar sie ihr keinen von Sinn. Anfang an sagen können, hey, es Du ist bist dein der Baum, Schicksal, ja, zum fertig. Baum zu werden, geh in den Baum, werd zum Ja. Baum, Ende. Hätten wir uns jetzt aber auch wirklich 10 Stunden Serien-Stuff, der jetzt nicht wirklich auf irgendwas hingearbeitet hätte, was am Ende Logik macht oder Sinn ergibt, sparen können. Und dann hätten sie stattdessen, keine Ahnung, 10 Folgen lang Herr der Ringe kopieren können und das wesentlich besser als diese schwache Geschichte. Ja, es ist auch irgendwie so wenig. Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie ist es nicht besonders tiefsinnig und ja, also diese ganze Vorstellung, dass die sich Elfen nennen und Trolle und keine Ahnung was, wobei es im Grunde eigentlich nur Mutanten-Zombies sind. Zombies? Ja, Mutanten mit. Naja, die Also, einen sehen doch definitiv aus wie Zombies. ich meine, dass es im weitesten Sinne so ist, wie es ist, kann man ja eigentlich schon im Opener sehen. Es kommt zu einem Atomkrieg, die Menschheit stirbt, das Blut sickert in die Erde und aus dem Blut der Menschen. Ja, nein, es ist ein Atomkrieg und nichts mit, ja, das Blut sickert in die Erde, das ist eine Ja, Metapher. Nein, aus die unserem mutieren Blut, halt einfach. ja, natürlich, mutieren wir zu Zwergen, zu Elfen, zu. Ja, die alle in dem Film nicht vor, in der Serie nicht vorkommen, außer den Trollen, den Elfen. Ach, es gab auch mal kurzzeitig einen Drachen in einer der Folgen. Doch einen Nein. Drachenreiter eben und Ach ja. ja, irgend Also sowas. es gibt immer wieder so ein paar mystische. Dinosaurier, irgendwas. Ja, ich meine, es gibt ja immerhin Dämonen, ne? Wo die jetzt hergekommen sind, wissen wir auch nicht. Ja, bei diesem komischen roten Auge, wo der Zauselbart immer hingelaufen. Ach nee, das war der schreckliche andere Reihe, diese Kinoreihe mit den kleinen Zwergen. Würdest du jetzt mal bitte mit deinen Anspielungen aufhören? Okay. Ja, jedenfalls hat es irgendwie nicht so recht Hand und Fuß. Ich finde es ein bisschen lahm. Ich hätte es auch irgendwie, also ich weiß nicht, es gibt ja eine Vorgeschichte, die näher an diesem Atomkrieg angesiedelt ist. Und ich glaube, also ich weiß ja nicht, worum es dann da ginge, aber das hätte für mich, glaube ich, mehr Sinn gemacht, weil es vielleicht wenigstens ein bisschen die Vergangenheit beleuchtet. Ja, aber ich denke, das Ziel von MTV, die diese Serie produziert haben, war es ja mehr oder minder in den Herr der Ringe-Teich, der gerade in die Herr der Ringe-Suppe, die gerade noch lauwarm am Köcheln ist, nach der Hobbit, einzutauchen und da noch ein paar Leute abzugreifen, bis das Thema so ausgelutscht ist, dass sich auch niemand mehr den Fantasy-Müll anschauen würde. Und das ist ihnen wohl noch Ja, ich gelungen. wusste ehrlich gesagt auch nicht, dass MTV dazu zurückgegangen ist, Serien zu produzieren und das haben sie früher deutlich besser gemacht. Zum Beispiel mit Teen Wolf? Eon Flux. Ja. Oder Teen Mom? Was? Jersey Shore? Du willst mich Beavis gerade, du und verarschst Butthead? mich gerade. Ja, Beavis und Butthead zum Beispiel. Beavis und Butthead. War doch.
deutlich besser als die Shannara Chronicles. Echt, würdest du es sagen? Also auch in der deutschen Übersetzung von Thomas Gottschalk? Keine Ahnung, ich habe es immer nur auf Englisch geguckt. Ja, es ist, Also wenn ich es glaube dann ich, auch geguckt habe, besser. ich fand es eigentlich scheiße, aber Habe ich das eigentlich richtig im Kopf? Hat Thomas Gottschalk nicht mal Beavis und Butthead ich weiß, synchronisiert? dass er Garfield synchronisiert hat, was Ja, er gut. sonst noch Ja. so, also. Das sind auch so Dinge, die darf man heute irgendwie gar nicht mehr. Also, dass das überhaupt gemacht wurde. Egal. Shannara Chronicles. Auf einer Serienskala von 1 bis 10. Wo 1 jetzt beispielsweise. Der Herr der Ringe ist. Ja, das ist eine, ja, Herr der Ringe, die Serie. Ne? Also kannst ja die drei Filme auch noch in neun Serien Ja, aber wie splitten. willst du denn, also wenn du das als schlechtesten Maßstab nimmst, wie willst du denn Shannara Chronicles Also von 1 schlecht bis 10 gut. Was gibst du Shannara Chronicles? einordnen? Ja, also für mich ist ja immer schwierig bei dieser ein, also für mich macht ein Schluss immer so wahnsinnig viel kaputt. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als einen schlechten Schluss. Ist irgendwie wie beim Sex. Da lohnt sich der ganze Aufwand nicht, wenn es dann am Ende so. Ne? Guck mal, Mel will lustig sein. Den Part überlässt du bitte noch mir hier. Wenn du meinst die sexuellen Anspielungen. Ja, nee, jedenfalls, ja. Ich komme immer so negativ rüber. Irgendwie finde ich nichts gut, was wir schauen. Ich fand, es hat ganz nett angefangen. Es war ein bisschen dröge und man hat halt irgendwie erwartet, es wird mehr, aber es war halt irgendwie im Ganzen nur so Pseudo und wenig überzeugend und der Schluss völlig für den Arsch. Ja. Sechs Punkte? Sieben? Ui, du bist aber richtig gut drauf. Sieben wäre Sieben ja ist aber gut eine für richtig mich, gute ne? Serie. Ja, Also ich nein, ich eigentlich eher möchtest sechs. du dich an meinen Punkten orientieren? Ja, Ich erzähl mal. sage, die ersten 5 Folgen war ich der Meinung, es ist eine 6-Punkte-Serie. Die letzten 5 Folgen war ich der Meinung, es ist höchstens eine 4-Punkte-Serie. Deswegen einige ich mich mal auf, die Serie ist Mittelmaß, vielleicht leicht unter Mittelmaß, aber wir wollen mal gnädig sein. 5 von 10 Punkten für die Shannara Chronicles, Staffel Ja, aber 1. 5 von 10 Punkten ist nicht Mittelmaß, ist eine 4. Nein, nein, 5 ist genau die Mitte, ist Mittelmaß. 50% ist eine 4. Das ist immer In schlechter als Mittelmaß. meiner Vorstellung ist 5 genau die Mitte, also ist 5 für mich Mittelmaß, deswegen sage ich 5 von 10 Punkten für die Shannara Chronicles. Ja, ich glaube, dem schließe ich mich an. Ich war ziemlich Na, moppelkotzhaft sage ich mit deinen doch. Worten zu. Ja. Sage ich doch. Ja. Ja. Eine 3 wäre übrigens befriedigend. Der macht Sinn, ne? Aber dann wäre eine 6 ja auch schon Dann wäre Sex was? ganz schön versaut. Ich glaube, ich muss dich jetzt erstmal richtig schön spanken. Au! Und ihr hört jetzt noch ein Lied von Mel. Hört ihr nicht? Soll ich dich nochmal schlagen? Nein. Dann mach aus. Au! Ich wollte doch nur ausmachen. Blöde Kuh.